Die nächste Frage stellt der Abgeordnete Troch. Danke, Herr Präsident. Guten Morgen, Herr Bundesminister. Stichwort das internationale Atomabkommen mit dem Iran in Wien abgeschlossen 2015. Welche Initiativen setzt Österreich? Können Sie sich vorstellen, dass man dieses für die Region bedeutende, aber auch für Wien als internationaler Ort der Begegnung bedeutende Abkommen wiederbelebt? Nein, Herr Abgeordneter, Sie haben vollkommen recht. Das ist ein Abkommen. Wir fühlen uns auch, für das wir uns moralisch irgendwo auch verpflichtet fühlen. Es wurde in Wien verhandelt. Wir haben da auch damals schon unseren Beitrag geleistet und tun dies weiterhin. Wir sind mit allen Partnern sehr eng in Kontakt, auch zum Beispiel mit Rob Malley, dem Iran-Sonderbeauftragten der USA, mit dem Vizeminister des Irans, mit Russland, aber auch mit den E3. Wir haben momentan eine Pattsituation. USA und Iran warten ab. Jeder will, dass der andere den ersten Schritt tut. Und ich glaube, die Europäische Union, die E3 sind in Wirklichkeit, und ich erwähne hier ganz besonders, besonders auch den Europäischen Auswärtigen Dienst und Brüssel, eigentlich berufen, jetzt hier in den Ring zu steigen und beiden Partnern Vorschläge zu machen, dass sie schrittweise aufeinander zukommen. In diesem Sinne auch habe ich in den letzten Wochen wiederholt, sowohl mit dem Hohen Vertreter Borrell als auch mit Partnern in anderen Staaten Kontakt gehabt. Und Österreich wird sich in diesem Sinne weiterhin einsetzen. Ich glaube, wir müssen alles tun, dass dieses Abkommen erhalten wird, weil das Schlimmste, was uns geschehen kann, ist ein Zusammenbruch des Abkommens, ein Rüstungswettlauf am Golf, der unsere Sicherheitssituation in Europa massiv beeinträchtigen würde. Stichwort Rüstungswettlauf ist natürlich sehr naheliegend, allein wenn man sich anschaut, wie Saudi-Arabien aufrüstet. Nun, meine Zusatzfrage betrifft den Iran. Wie beurteilen Sie in aller Kürze jetzt natürlich die bilateralen Beziehungen Österreichs zum Iran? Also wir haben immer danach getrachtet, und das ist, glaube ich, der richtige Ansatz, gute, stabile, tragfähige, vertrauensvolle Dialogkanäle mit dem Iran zu haben. Das heißt nicht, dass wir natürlich in den Gesprächen, und ich habe mit Außenminister Zarif, bin ich vermutlich im Durchschnitt alle 5 Wochen am Telefon, dass wir da auch sehr deutlich werden. Wir haben zum Beispiel auch bilaterale Problemfälle. Denken wir nur an die österreichischen Doppelstaatsbürger, die dort in Haft sind, die wir regelmäßig ansprechen natürlich. Aber das geht eben auch nur, weil man offene, stabile Dialogkanäle hat. Und das Vertrauen des Irans, dass er uns auch Sachen sagen kann, die wir dann eventuell Partnern weitergeben, ist da. Und wir haben ja letztens in Wien auch eine Organisation, die wiederum in dieser ganzen sozusagen Iran-Thematik immens wichtig ist, die Internationale Atomenergiebehörde, mit der ich fast wöchentlich im Kontakt bin, mit Rafael Grosse, dem Leiter. Also ich würde sagen, die Beziehungen sind sozusagen aus über Jahrhunderte gewachsen, muss man eigentlich beim Iran sagen. Es gibt einen Dialogkanal, aber wir scheuen uns nicht, auch hin und wieder sehr deutlich die Punkte aufzubringen, wo er mit der iranischen Politik, sei es Exekutionen, sei es Atom-Urananreicherung, nicht einverstanden sind.